Hallo meine lieben Zuschauer und Zuhörer dieses YouTube-Kanals Mission Millionär, Vermögensaufbau, Unternehmertum, Selbstständigkeit, Börse, Geld anlegen etc. Dieses Video, das ich hier mit euch teilen möchte, beziehungsweise wo ich hier jetzt drauf reagieren werde, ist in Englisch. Also wenn du jetzt nicht so gut Englisch kannst, man kann sich das heute alles irgendwie übersetzen lassen, über Google Translate und so weiter. Aber wenn du ein bisschen Englisch kannst, sehr empfehlenswert. Ist mal ein bisschen anderes Video. Diese junge, hübsche Dame hier, die war ehemaliger Secret Agent und erzählt hier über verschiedene Themen, wie man zum Beispiel mit Menschen umgeht besser. Ja? Wie man seine Ziele erreicht mit Menschen letztendlich auch. Ja? Und also sehr stark psychologische Themen, die du in allen Lebensbereichen super verwenden wirst, werden kannst, was die hier so Schönes erzählt. Das ist wirklich, manches davon wusste ich ja auch schon, aber das sind so einige Punkte drin, die sind, also da hat es mir wirklich die Füße weggezogen. Und deswegen hier unten in der Beschreibung findest du Link zu diesem Video. Ich weiß jetzt nicht, es ist jetzt eher so ein, ja, Art femininer Kanal, Woman of Impact. Aber wenn du auch ein Mann bist, kannst du trotzdem den Kanal abonnieren. Und ist natürlich alles auf Englisch. Jetzt hören wir mal ganz kurz rein, was sie so sagen. Ansonsten selber das Video anschauen und übersetzen lassen, wenn nötig. Ne? Even when I would work cases where somebody would steal money, I would never say to them, "Did you steal that money? Did you take that money?" If somebody raped someone, I wouldn't say, "Did you rape her?" Rape is an ugly word. Who wants to be a rapist? Did you hurt her? Right? So I would be mindful of the words that I used. And so that is the verbal language that we assess. Paralinguistics is how you say the things you say. And so again, based on your audience, if you have somebody who's a man who's really strong, who's a boss, you might want to deepen your voice, bring up a little bit more strength, and when you talk, project. If you're dealing with like a young girl, you want to bring it down, soften it, match that person, mirror her language. And something as simple as, look at the words people use, like if do they like, "Oh, that's great," you know what I'm going to say? That's great, I even use it when I do emails. When I receive somebody's email and I look at how they introduce themselves. "Hi, Evie," "Dear Evie," "Hello, Evie." Guess how I respond back? I look at their email. If they write hi, I write hi. They write Interesting. hello, I write hello. If they write dear, I write dear. And that's to meet them where they are. What is that To purpose? create something in common. I get you get me. Subconsciously, it makes them feel like, oh. Also sehr, sehr, sehr gut, was sie alles so erzählt. Hier hinten gibt es dann irgendwann eine Stelle. Ich habe das schon mal angeschaut, das Video, wo sie eine Frage beantwortet, die absoluter Wahnsinn ist. Da fragt die Interviewerin, ehemalige Secret Agent, was so ihre größten Skills oder Fähigkeiten sind. Und da sagt sie, die Fähigkeit, the ability to fail oder so ähnlich. Also letztendlich sagt sie, die Fähigkeit, immer wieder auf die Schnauze zu fliegen, ist eine meiner größten Fähigkeiten, weil ich dadurch widerstandsfähiger werde und immer, immer weiter vorankomme, letztendlich übersetzt gesagt. Letztendlich, was sie damit wahrscheinlich sagen will, ist, dass es geht nicht darum, die Fähigkeit zu haben, immer wieder auf die Schnauze zu fallen. Das alleine, glaube ich, reicht nicht. Ich denke, es geht darum zu sagen, die Fähigkeit zu haben, immer wieder auf die Schnauze zu fallen und wieder aufzustehen und aus den Fehlern zu lernen. Und das ist sehr mächtig, was die da sagt, ne? Schauen wir mal, ob wir die Stelle irgendwie finden. Thinking could be a fluke, could be something. So we talked for a little bit, we changed the conversation. Did you know your diet could actually be keeping that weight you don't want? What if a DNA test could tell you why? When I changed the conversation away from drugs, her leg stopped. Then I'm thinking, okay, I need to go back to this to see if there's an issue here. So I brought the conversation back. I'm like, "Hey, I have another question about what we talked about earlier about your drug experimentation." And the leg Oh my started God. doing this.
And so in that moment, I knew, I'm like, okay, something. Also, mir erzählt sie halt, wie sie Leute verhört hat als Secret Agent und wie Körpersprache letztendlich die Menschen verrät. Super interessant, wirklich super interessant. What would there be there? What would be their incentive, their motive? And that's where empathy comes in. Using empathy to understand somebody else's perspective. See the world not through your eyes. Empathie, einfach das A und O, wenn du im Leben weiterkommen willst. Das gilt auch insbesondere Vertrieb, Verkauf, Marketing und so weiter. Und irgendwo wird dich eine Fähigkeit wie Empathie oder empathische Fähigkeiten, wenn dich in die Zukunft, auf jeden Fall in der Zukunft auch weiterbringen. Das ist nämlich auch was, was zum Beispiel Roboter sehr lange nicht uns ersetzen werden in diesem Bereich. Psychologie, Empathie und so weiter. Alle Berufe, die Empathie erfordern, also das ist sozusagen was sehr Zukunftsträchtiges noch. Eine der Bereiche, wo künstliche Intelligenz noch sehr lange nicht uns ersetzen wird. Through their eyes. And even something simple as when I fail a lot. Oh, okay. You fail more because okay. They will give you clues and insight to who they are. Ooh, God, that was fire. That was amazing. And I think I know the answer to this question because I think you just answered it, but what is your superpower? Gosh, my superpower. Yeah, das ist die Frage. What is your superpower? Also quasi dein größter Skill. I fail a lot. You fail a lot? Yeah. Mm-hmm. Failure is my superpower. The more I fail, the more resilient I become and the less afraid I am of it. Failure is my superpower. I love that. And where can people find you and your new book and your show that you're on and everything that you're yeah. doing? Das hat die auch nicht erwartet, dass sie das sagt als Antwort. Das ist ihre Superpower, I fail a lot. Ja? Also ich falle häufig auf die Schnauze, das ist meine Superpower, weil ich dann resilient, also widerstandsfähiger werde und zunehmend, desto häufiger ich auf die Schnauze falle, desto weniger Angst bekomme ich davor, im Leben auf die Schnauze zu fallen. Ich finde das so unfassbar geil, dass ich es hier einfach mal jetzt aufnehmen musste und auf dem YouTube-Kanal hochladen und mit euch teilen. Auch wenn es jetzt, sagen wir mal, ein bisschen ein anderes Thema ist. Aber es ist einfach super, 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 super krass, was die Frau da alles erzählt. Abgesehen davon, Bild hübsch natürlich und auch das schon allein deswegen sehr schön anzusehen. Hier unten, wie gesagt, der Link. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und tschüss.